Söchen und Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich hoffe, dass mit dem Ton alles passt und so. Ich kann ja nach und nach noch regulieren. Ich muss ja das Gamepad anzapfen. Ich hoffe, dass das auch von meiner Stimme her passt. Ich habe nämlich das alte Headset wieder ausgraben müssen dafür. Ein Zelda-Teil für die Wii U. Ich freue mich riesig drauf, mein Lieblings-Zelda. Ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt an. Oh, okay, Moment. Oder auch nicht direkt. So, jetzt sollte das passen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat man das eingestellt. Ich krieg's gerade nicht mehr aus. Ja, jetzt mal. Fängt ja schon mal gut an, das Projekt. Nein. Spaß beiseite. Die Gigantkeksschlaufe an und bla bla bla. Ich hab den Nunchuck in der Hand. Mir kann eigentlich nichts passieren. Ach genau, erstmal die Wiimote kalibrieren. Denn das Ganze funktioniert mit Wiimote schon plus. Und dann in die Mitte des Bildschirms zeigen. So. Weil damit müssen wir viel arbeiten tatsächlich. Gut, sich alles mit Funkhetze und so, weil ich spiele das Ganze nämlich im Spiel im Stehen. Kann beginnen. So. Diese Speicherdatei löschen. Es ist meine Heldenmodus-Datei tatsächlich. Eigentlich ungern, aber Symbole des Kanals. Naja, gut, ich werde ihn eh mal neu spielen im Heldenmodus und warum habe ich da so wenig Herzen? Naja, egal. Ach ja, genau, ich habe gerade Bosskämpfe gemacht. Egal. Neues Spiel. Name ist natürlich nicht. Fuck. Scheint kein großer Dieb dabei zu sein. Sehr schön. Natürlich ist der Name Mike, wie auch anders, ne? Oh, ist ein bisschen düster. Ich hoffe, ich sehe genug. Ich hoffe auch, dass der Bildschirm richtig eingestellt ist. Nee, ist auch glaube ich nicht. Werde ich dann mal nach der Aufnahme kurz fixen. Und was ist das denn? Mir fehlt diese kleine Eingangsstory vor jedem Zelda, oder ist die hier nicht? Oder ist die nicht, weil ich schon mal gespielt habe? Das ist natürlich doof. Genau, Legend of Zelda, 25. Jubiläum. Dazu kam das Spiel ja raus. Und ich finde, das ist was ganz Neues. Ich finde, viele verfluchen die Steuerung zu Unrecht. Das ist, von vielen wird die Steuerung verflucht und wir sehen einen roten Vogel. Und ich muss gleich mal Ding anpassen, merk schon. Ich warte mal, bis ich im Ingame-Bildschirm bin und dann passe ich gleich mal kurz den Aufnahme-Ding vom Camtasia an, weil mir fehlt ein Stück Bild, wie ich gerade sehe. Wir sehen halt die Leute, die sich im Todstand sahen, natürlich nicht. Sie werden von ihren Vögeln gefangen. Selbstverständlich. So, muss das aufpassen, dass ich mal nicht beim Spiel irgendwie mit mir das Zimmer ableere. Ah, wir hören eine schöne Stimme. Und dieses Mädchen gibt ihrem Vogel etwas. Einen Brief, für wen er wohl sein mag. Es dreht sich um, was dort wohl sein mag. Okay, nee, lass mir das, keine Ahnung, vielleicht was der Wind. Oder ein perverser Spanner, wir wissen es nicht, das ist nicht bekannt, aber scheiß doch drauf. Wir sehen unseren Helden. Jetzt wird er die gute Zeit, ein Schwert zu ziehen, wenn du das hast. Mike, Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon wirst du einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens. Awakening! Oh mein Gott, Fire Emblem! Nee, warte mal. Verdammt, dir eine Textbox gefehlt. Mike, whatever. Mann, du willst einen Witz machen, es gibt die Textbox weg. Sag mal, seid ihr denn bescheuert? So wird man nicht gerne aus dem Schlaf gerissen, muss ich sicher zugeben. Donk, genau. Du sagst es, Link. Ja, da passt die Skalierung vom Bildschirm überhaupt nicht.
Würde ich mal kurz bei der nächsten Möglichkeit einen Schnitt setzen und das mal kurz korrigieren, aber ich dachte irgendwie, dass das anders ist. Toll. Wird zum Henker, Mann. Gestern voll gesoffen, gestern bin ich mit dem Kater ausschlafen. Du Schlafmütze, sicher legst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Mike. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Oh ja, ich darf endlich meine Prinzessin Zelda-Stimme benutzen. Ich weiß, wer jetzt gerade abgeschaltet hat. Nein, so, ich mache jetzt mal kurz die Schnitt und passe mal kurz die Skalierung. Obwohl, nee, warte mal, Moment, noch ein bisschen die Skalierung muss trotzdem anpassen. Also bis gleich. So, nun sollte aber die Skalierung eigentlich passen, du. So, wir sind hier in unserem Zimmer, können das mal ein bisschen rumschauen. Und ich hier erstmal den Schrank aufmachen. Und yeah, was der ganze Vermögen? 5 Rubine! Die sind so reich. Also echt, das Taschengeld dieser Schule ist echt nicht gut. Ich könnte mich eigentlich jetzt in Zeldas Zimmer rüberklitschen. Nein, okay, das lassen wir. Weil es ist blöd, das ist ein Gamebreaker-Klitsch, weil ich komme, glaube ich, nicht mehr aus da raus. Was steht denn hier? Kann ich das schon lesen? Nein, Ausrüstung. Wir haben gar nichts. Wir sind auch... Ich hab eine Rubintasche immerhin. Kleine Geldbörse. Oh, warte mal, ich kann da noch so umblättern mit der Remote. Das ist schön. Ich finde das ganz schön gemacht mit der Wii-Motion Plus. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze mit Facecam aufnehmen soll. Ich bin ja nicht dafür. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es in Zukunft auch mit Kamera sehen wollt. Dann seht ihr mich hier dann rumfuchteln wie ein Blöden. Was geht mit dir, Alter? Ja, guten Morgen, Mike. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Da wollte ich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an, ich drücke dir fest die Daumen. So, wir können Krüge hochheben und die kann ich auch rollen oder ich kann sie schmeißen. Oder ich kann ich sie rollen? Ja, ich kann sie rollen. Jetzt kommen meine Bowling Skills. Nee. Boom! ja. Oh Mike, willst du mir etwa helfen? Ja, gern! Für dich doch alles! Wie heißt du eigentlich? Danke, also dann! Könntest du dieses Fass für mich in den Speisesaal tragen? Ich kann es ja rüberschmeißen, obwohl nicht, ist ja gut. Du scheinst ja doch zu wissen, dass man manche Dinge hochheben kann, indem man A drückt. Drückst du A erneut, kannst du sie wieder abstellen. Zeige mir mit der Wii-Verbindung nach oben und bewege sie ruckartig, während du das Fass trägst, um es wegzuwerfen. Kleinere Dinge wie ein Krug kannst du auch rollen, indem du einfach mit der Wii-Verbindung nach unten zeigst und dann ruckartig bewegst. Dieses Fass bringst du bitte Hals im Speisesaal, ja? Also immer schön vorsichtig sein. Solltest du vergessen haben, was ich dir erklärt habe, drücke 2. So wird dir angezeigt, welche Aktion du im Augenblick ausführen kannst. Das ist wirklich sehr praktisch. Ja, okay. Echt, das ist anstrengend für die Klinge. Hey, komm, du bist so ein Waschlappen. Obwohl eigentlich zeigt er bloß wie männlich er ist. Oder? Nein. Wo muss ich eigentlich genau das Ding? Ich leg's mal kurz ab. Regeneriere meine Ausdauer. Und bring's rüber. So. Oh ja, Fässer schleppen. Das fängt ja schon großartig an. Ich sollte es aufpassen, dass ich nicht auf das Ding werfe. Denn das mag nämlich die Oma hier gar nicht. Danke, Mike, das ist nett von dir. Eigentlich sollte ja Cross... Ach ja, das weißt du. Ja, das ist ja Cross erledigen, aber was soll's. Du hast heute einen wichtigen Tag vor dir und mir hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Das ist doch sicher ein Herzteil fällig. Oh Mann. Ich krieg nichts von dir. Du blöde Kuh! Hast du jetzt davon? Was machst du denn? Du räumst schon wieder auf! Okay. Lass uns lieber, wenn uns die Alte umbringt. Wir können auch sprinten. Ach nee, nicht in Gebäuden. Stimmt. Schwert, da haben wir noch keins. Aber erstmal gucken, ob hier irgendwo Rubine drin sind. Was? Ich kann doch was auf dich werfen. Obwohl, ich kann es mal versuchen, dass ich ihn irgendwie treffe. Ich gehe gleich rum halt. Vielleicht kriege ich ja was, wenn ich das zweite Fass rüberschleppe. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte den Anfang von Skyward Sword nicht mehr so ganz im Kopf, wo sie sich zugeben und gestehen und... Ja, okay, tut mir leid. Das Spiel ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe zwar letztes Mal wieder ein bisschen die Bosse gemacht, aber... Letztens, vor 2 Tagen. Aber ich weiß ansonsten über das Spiel nicht mehr allzu viel.
So, dann tragen wir das doch mal hier rüber. Die Olle sagt nichts mehr, aber die sind wahrscheinlich noch angepisst, weil wir einfach ihr eine Vase auf den Kopf werfen wollten. Ja, da habe ich nicht getroffen. So, was sagst du denn? Vielen Dank, Mike. Du hast eine große Hilfe. Jetzt gib mir die Hälfte meines Tageslohns als Dank. Es ist nicht viel, aber du kannst es sicher gebrauchen. Wow, der... Mehr als ich hatte bis jetzt, also... Der hier mein Geld verfünffacht. Ich bleibe hier in der Schule und halte die Stellung. Was die Vorgeratezeremonie betrifft, drücke ich dir natürlich ganz fest die Daumen, Mike. Ja, danke. Okay, stimmt. Moment. Ich meine, ja, linker Druck und so, und da muss man erstmal... Oh, so, besser. Und... Immer vergisst ja nicht zu spülen. Und auch immer gekackt damit, hochgezogene Hose, aber das, glaube ich, will ich gar nicht so genau wissen. Gehen wir nach draußen. Ich glaube, hier kann ich noch nicht allzu viel machen in der Schule. Das kommt dann mit der Zeit. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich gesagt. Ich habe tatsächlich gesagt. So. Wir sind hier im Wolkenhort. Auch einmal eine Map, die ich sehr gerne spiele im Smash. Und auch in Hyrule Warriors. Eigentlich eine Map. Generell ein Ort, den ich sehr mag. Ich mag den Wolkenhort, aber Skyward Sword ist ja mein Lieblings-Zelda. Spiel. Oh, jetzt kommen die Hater rein. Spaß beiseite. Ich finde dieses Spiel einfach großartig. Ist gut gelungen. Ich kann mich auch so umsehen. Das ist... Hey Mike, hier! Wer war das? Ach du! Jo. Guten Morgen, Mike. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt und sieh zu mir und dann drücke dann A, um mit mir zu reden. Jo, was geht? Genau, durch Drücken von Z kannst du Ziele anvisieren. Du kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorn zu blicken. Auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden. Also kommst du hier hoch, ja? Dann warum sagst du das? Warum sagst du das nicht gleich, ey? Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Halte A gedrückt, bewege dich, um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede überwinden. Versuch's mal. Jo, und zwar, ja. Fast, also ich hab's ins Prinzip hinbekommen, bloß bin ich halt nicht gegen die Kisten. So, wir haben, ihr seht schon, 6 Herzen zu Beginn und nicht nur 3 wie in anderen Zelda-Spielen. Und ist doch praktisch, durch Drücken von A zu sprinten, oder? Wenn dabei deine Ausdaueranzeige leer wird, geht es dir jedoch leider die Booster aus. Wenn sie beinahe leer ist, solltest du dich kurz ausruhen. Und weiter geht's. Über Lücken wie diese kannst du durch normale Bewegungen springen. Das ist der automatische Sprung. Automatisch? Klingt gut. Was? Sehr! So, was willst du? Hallo Mike, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Wir haben gerade miteinander gesprochen, warum begrüßt du mich? Ach, du bist verabredet? Zelda wartet schon? Wo du gerade hier bist? Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora. Unser Direktor ist weggelaufen. Ach. Was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. In dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wär's zu gut, Mia zu mir zu bringen? Aber gern doch. Wir helfen doch immer einer Jungfrau in Nöten. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an den Vorsprung entlanghangelst, solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Jo, und zwar hier hin und dann kann man es hier entlanghangeln. Ich glaube, man kann auch so springen. Ja, da kommt man ein bisschen schneller voran. Loslassen, kurz die Ausdauer regenerieren, kurz hier rüberspringen, reicht sogar. So, kurz warten. Ich glaube, man kann langsam, wir können auch schnell hochklettern. Können wir nicht schnell hochklettern, aber er klettert relativ schnell. Tatsächlich für ein Zelda-Spiel relativ schnell. dann diese Kiste hier. Hey Mike! Um auf dieses Dach zu gelangen, reicht es nicht, wenn du durch Drücken von A sprintest. Du hast bestimmt die Holzkiste entdeckt, oder? Ich stehe davor. Stell dich davor und halte A gedrückt, um sie zu verschieben. Sprinte dann durch Drücken von A auf die Kiste oder halte direkt davor den Blödsinn nach oben gedrückt, um auf sie zu klettern. Das hatte ich sogar so vor. Also ich weiß nicht, ob es dir bewusst war. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber... Eigentlich kann man so hier normal drauf, oder? Ja. Und dann kann man hier hoch sprinten und... Voila! Wir sind bei der Katze! Na, du kleine... Stirb! Ich kann auch die Katze, theoretisch könnte ich sie auch runterwerfen. Aber das würde ja nur ein... Au. Ah, verdammt. Ich komme jetzt da wieder hoch. Muss die Katze tatsächlich hier irgendwo hochwerfen? Ja,
Nee, ernsthaft, wie kriege ich jetzt die Katze da hoch? Das ist ja gar nicht cool. Scheiße. Ich glaube, ich habe es episch verkackt. Man, I want job! Oh, nee, warte mal, man kriegt sie so hier hoch. Okay, ich muss die Katze ein bisschen werfen. Ich habe Angst, dass ich sie jetzt nach unten werfe. Nee, sie bleibt oben. Okay. Nein! Ich aber nicht. Ich bin da nicht so ganz geübt. Ich bin nicht mehr so ganz geübt mit der Steuer. Du bist so eine blöde Katze! Ich kenne eine Person, die mir jetzt das Herz bluten, wenn ich sie, wenn ich Katzen in die Gegend schmeiße. Bitte fall nicht runter. Danke. Rüber bitte. Hey, du bist so blöd. Ach, ich kann so rüberspringen mit dir, okay. Ich merke schon, der erste Part ist nur damit beseelt, dass ich eine Katze durch die Gegend schmeiße, aber ich möchte Zelda schon noch treffen. Da hoch. So, jetzt sollte ich eigentlich mit der Katze in der Hand darüber kommen. Ich weiß, wie einfach komplizierter das ist. Das ist halt leider so, aber das war jetzt auch nicht beabsichtigt, dass ich da runterfalle. Ah, jetzt hat. Du hast sie halt zurückgebracht. Ich hab sie ein bisschen durch die Gegend geworfen, aber sonst geht's ja gut, ja? Vielen Dank, Mike. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Jeden Tag eine gute Tat. Zelda ist sicher auch dort. Also beeil dich. Yo, jetzt gehen wir mal schnurstracks zu Zelda. Dieses Grün hier sind Ausdauerfrüchte. Nein! Ich wollte nicht da dagegen laufen! Hey, sehr vorsichtig, zum Mix, die Ritter stets wachsam, Penner! Fick dich, ich reiß dir den Kopf runter, wenn ich mal ein Schwert hab und einen Vogel und überhaupt ein bisschen mehr kann als jetzt. Also, so, was ich mal sagen wollte, Ausdauerfrüchte. Du hast deine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Das heißt, beim Sprinten kann man eine einsammeln und dann kann man länger sprinten, weil man wieder volle Ausdauer hat. Ungefähr so. Na, Mann! Ja, ihr habt es ja gerade gesehen. Ah, oh, und dann haben wir das Mädchen von vorhin. Das ist ja offensichtlich Zelda. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, werte... Oh Gott. Ich lese das nicht vor. Oh, ich mag das Lied. Guten Morgen, Mike. Ich muss die Stimme geben, ich weiß nicht, woher immer ich hab. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Mike? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Nein, ich habe bloß verpennt, so ein bisschen. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eine spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Hm. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Mike. Das ist aber nett von dir. Da steht mir doch, oder? Hm. Mach mal das. Hm? Soll das heißen, es passt mir nicht? Hm. Ein Witz. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Mike ist ja auch schon da. Wunderbar. Stimmt, du siehst ein bisschen aus wie die blöde Eule. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Ganz alleine, ohne Hilfe! Falls du bei der Vogelreiterzeremonie gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir von anstrengen reden. Ja, mein Vater. Mike hat in letzter Zeit, nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Ja, ich kann's halt im Schlaf.
Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Der Vogelreiter-Zeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Mike nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du, Mike und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Ja, jeder hat einen Vogel, gut zu wissen. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt, denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Götter mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Mike zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist karminrot. So selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Also ich bin ganz besonders jetzt. Mike, du bist mit deinem Vogel schicksalhaft verbunden. Stop it, you. Die Pose. Erinnerst du dich, Liebes? Damals gleich, als Mike und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß doch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Ich mag das Design von dem Spiel, auch wenn viele es doof finden, aber ich find's super. Ist ja auch kein Wunder, dass man Mike um seine Beziehung zu einem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiter-Zeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiter-Zeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Mike... Er wird kein Ritter werden. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich nicht so sehr auf. Immer wenn es um Mike geht, bist du so... feucht. Nein. Mike, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon, hierher. Was machst du denn? Aber ich habe meinen Vogel noch gar nicht gesehen heute. Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Ey, will ich mich umbringen? Die Zeremonie wird bald beginnen, da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Ich hab gar nichts gesagt. Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht, du willst doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben, tu es für mich. Ja gut, wie kann ich bitte so einer lieben Freundin... Bis gleich, stirb! What the fuck? Mike, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Kein Ding. Ich hab sogar gedrückt. Wie, er kommt? Er kommt nicht? Nein! Sag dir, wenn du mich umbringen! Wo weiß er nicht, welcher Vogel wer gerade gepfifft mal? Können Sie das zufällig an den Ding? Okay, ich meine, Zelda pfeift bestimmt sehr männlich. Aber... Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob ich die Stimme beibehalte. Aber ich glaube schon. Mike, ich hab dich! Danke. Immerhin hat sie mich gerettet, dass sie mich fast umgebracht hat. Super, mein Vogel kommt nicht. Also das ist ja dann hier ein enge, richtig enges Band. Geht es euch gut? Ich hoffe, das sagt er. Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass der Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt? Ich habe keine Ahnung. Aber ist mir egal. Nee, warte. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Mike? Die Vogelreiter-Zeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Mike, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Die Glocke! Der Milchmann kommt! Moment, was? Nicht so ganz. Oh, es ist schon spät. Die Vogelreiter-Zeremonie wird dieses Jahr vom Meister Tütor organisiert, Mike. Kannst du bitte zu Tütor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Vater, selbst wenn es um Meister Tütor geht, würde es sich doch an den
damit er sich doch an den Schuldirektor wenden, und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Nun werde ich eben... Werde eben ich mit ihm reden. Mike, sag doch bitte Tüter, dass er in mein Büro kommen soll. Das heißt, zum Chef, dort scheiße gearbeitet. Aber ich würde mal sagen, das war's mit der Pilotfolge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Damit, genauso wie ich es jetzt schon habe. Bis denn und ciao.